Ja, hat ein paar Fertigkeiten zugewonnen, aber man kann dem noch nichts geben. Aber macht so ein Souvenirshop Sinn, um ein bisschen Geldfluss noch reinzubekommen? Ich weiß es nicht. Apotheke hat auf jeden Fall sehr viel gebracht, die bringt sehr viel ein. Und wir sehen schon hier. Und der David Helfenritter ist, glaube ich, auch eine Hygienefachkraft. Sehr gut. Gucken, haben wir überall Oberärzte? Wir haben da einen Oberarzt. Hier geht es nicht. Hier geht es auch nicht. Hier können wir einen Oberarzt auswählen. Warum war hier ein Oberarzt? Sie ist eine Chefärztin. Na. Na, machen wir mal sie. Weil sie die einzige ist aktuell. Bei der inneren Medizin haben wir aktuell nicht. Und Spezialist. Jane Wright. Spezialist. Ah, ich glaube, sie macht weniger Sinn. Ich glaube, er macht mehr Sinn, ne? Oberarzt. Ja, ich glaube, der macht mehr Sinn als Oberarzt, der Daniel Leistikowski. Dann machen wir den mal als Oberarzt, weil der so ein bisschen besser ist, wie ich finde. Oder jetzt vom Aussehen. Vielleicht arbeiten die dann so ein bisschen effizienter. Man weiß es nicht. So, 6000 mittlerweile. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wir müssen jetzt Geld sparen, damit wir die OP-Säle für die Chirurgie bauen können. Und so eine Lounge würde ich halt wirklich gerne bauen. Wie viel kostet denn die Lounge? Wie viel kostet die Lounge für die Orthopädie? Eine Lounge. Lounge, Lounge, Lounge. Orthopädie ist hier. 3500. Wollen wir das einfach machen hier oben? Die Lounge wollten wir ja. Warte. Die wollten wir hier bauen, die Lounge. Ich warte einfach noch. Wir warten auf die Lounge und genau, ich würde aber sagen, an dieser Stelle würde ich erstmal wieder einen Cut machen und das Ganze hier so ein bisschen vielleicht im Schnelldurchlauf laufen lassen, bis wir wieder ein bisschen mehr Geld gescheffelt haben, um dann wirklich die OP-Säle bauen zu können. So, es ist ein Rettungswagen mal fix weggefahren. Ich denke mal, oh, ich mach's mal so ich hab das gerade im Schnellformat. Wir haben jetzt den ersten ambulanten Patienten bei uns im Krankenhaus. Wo wurde der denn jetzt geliefert? Ich habe das jetzt gerade so schnell gar nicht mitbekommen. Ist das der hier? Oder die hier? Ja, ich glaube ja. Komplizierte Femurfraktur. Beinverletzung. Also sie hatte auf jeden Fall einen Unfall, wurde durch unseren Rettungswagen hierher geholt. Und wird jetzt hier behandelt. Im Traumazentrum ist das, glaube ich. Kann man sich hier so gar nicht einsehen. Ist ein Traumazentrum, genau. Ja, da bin ich mal gespannt, was mit denen jetzt passiert. Oder sind das. Also durch den Rettungswagen kommen ja wirklich nur ambulant, also Patienten, die halt einen Unfall hatten. Zahlung 3300. Wow, okay. Ein Auftrag abgeschlossen, genau. Wurde behandelt täglich 10 Patienten in einer beliebigen Spezialabteilung. Erhöht tägliche Klinikpatienten auf 20. Das ist sehr, sehr gut. Und was passiert mit der? Die verfolge ich jetzt erstmal. Die wird hier auf jeden Fall behandelt. Transport zum Zimmer. Sie bekommt jetzt ein Zimmer hier. Die Frage, wo? In der Orthopädie. Okay. Muss sie operiert werden? Ich weiß es nicht. Was sind denn hier die Behandlungsmethoden? Sie hat eine Osteosynthesebein. Was ist eine Osteosynthesebein? Das ist die Behandlung. Perative Zusammenführung. Jo, ja, das ist eine OP. Ist eine OP. Können wir die durchführen bei uns? Okay, die kommt hier auch sogar in diese Überwachungsstation. Scheint wohl schlimmer zu sein als gedacht. Den kann ich aufgenommen. Station ist nicht einsatzbereit. Ja, wir haben halt keine Station. Wir haben keine Station in der Chirurgie. Also, die war in der Orthopädie. Ne, die war in der. Ah, die war in der Notfallabteilung. Die wurde in die Orthopädie irgendwie. Die Harnwegsinfektion oder Zytitis ist eine Infektion der Harnblase. Antibiotika. Hä? Warum? Hä? Okay. Das muss sie in der Chirurgie behandeln? Kann die das nicht hier behandeln? Antibiotika. Mein Gott, das können wir doch, kann doch der Allgemeinmediziner verschreiben oder nicht? Dann muss ich extra zum Chirurgen.
irgendeiner Harninfektion. So, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir jetzt auch diese Rettungswegen haben, mehr Überwachungsstationen bauen. Ich bin am Überlegen, dass wir dann einfach im Obergeschoss. Wir wollten ja hier mehr Stationen bauen, aber hier würde ich sagen, machen wir dann mehr Überwachungsstationen. Ja, oder vielleicht eine normale. Ja, und eine Chirurgie. Ja, die fragen alle nach Chirurgen jetzt. Was hat der jetzt für ein Problem? Morbus ist eine entzündliche Darmkrankheit mit unerkannten. Offensichtlich sind genetische. Ja, aber warum? Ich verstehe das nicht. Das sind Corticosteroide. Was ist das hier? Aktuelle Behandlung. Das kann doch der Allgemeinmediziner verschreiben, wenn das nur Medikamente sind. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie konnte nicht behandelt werden. Ja, wegen der. Ja, okay. Ach so, man gibt ihr nur. Ah, okay, die muss wahrscheinlich noch was anderes machen, oder was? Ah, das verstehe ich jetzt nicht ganz. War das jetzt gut, dass wir die Chirurgieabteilung aufgemacht haben ohne Station, wenn wir das nicht behandeln können? Ich weiß es nicht. Bin gerade so ein bisschen überfordert. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich hier Stationen bauen. Ja, der Jan Hänzler auch. Also ob das jetzt gut war oder nicht, das weiß ich nicht mit der Chirurgie, dass wir die jetzt wirklich an eine andere oder ohne Station gebaut haben, weil es kommen wahrscheinlich viele Patienten, die ein Problem haben, die wir gar nicht behandeln können in der Chirurgie, die wir einfach in ein anderes Krankenhaus überweisen müssen, weil wir halt keine OP-Säle haben für die Chirurgie. Na gut. Und hier brauchen wir eigentlich auch mehr Stationen, wahrscheinlich auf jeden Fall mehr Überwachungsstationen, weil wenn jetzt noch ein Rettungswagen ankommt mit einem Notfallpatienten, dann haben wir ein Problem. Jetzt haben wir mittlerweile nur noch 5000. Bah. Eklig. Eklig, wenn man zu wenig Geld hat. Also was wir auf jeden Fall als nächstes machen, ist Stationen hier. Das verteilen wir hier so ein bisschen. Eventuell dann auch so im nächsten Geschoss. Ja, aber da brauchen wir dann auch wieder oh, so viele Bereitschaftsräume und Ärztezimmer, wo sich die Ärzte und Schwestern halt aufhalten. Das ist alles Platzmangel. Also Geld und Platzmangel. Sehr, sehr ärgerlich. Müssen wir halt abwarten. Also ich denke mal, ich lasse einfach wieder so ein paar Tage laufen. Mitarbeiter war letzte Nacht betrunken. Ja, hier, Alkoholiker. Mein Gott. Spezialisierung Souvenirverkäufer und Manager. Oh ja, machen wir einen Souvenirladen? Wenn wir Platz hätten, würde ich so viel machen. Und hier ist immer noch alles dreckig. Ich vermute, wir müssen hier auch einen Abstellraum bauen. Ah, du Scheiße. Können wir den oben irgendwo platzieren? Ich bin der Meinung, ich würde sagen, wir machen das hier. Wir wollten hier eigentlich diesen Managerraum machen. Aber. Ja, wir müssen hier. Ja, wir müssen. Nee, das war für die Radiologie ein Abstellraum. Wir müssen für die Radiologie leider hier einen Abstellraum bauen, sonst machen sie das da unten nicht sauber. Abstellraum, zack. Für die Radiologie müssen wir leider hier hinbauen. Den Managerraum müssen wir dann vielleicht mittig platzieren, wäre glaube ich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Jetzt gucken wir mal Radiologie, genau, ist hier gleich eingeteilt. Dann machen wir hier mal gleich zwei Mitarbeiter in der Früh- und sowie in der Nachtschicht. Und dann haben wir hoffentlich jetzt erstmal genug Abstellräume. Wir haben so viele Abstellräume. Viele Abstellräume habe ich in einem richtigen Krankenhaus noch nie gesehen. Also weiß gar nicht, ob das so nötig ist oder ob wir hier einfach irgendwas falsch machen. Und jetzt machen die hier auch sauber, siehst du. So viele Hausmeister habe ich noch nie in einem Krankenhaus gesehen. Und sie sind immer sauber und steril. nun gut. Ist halt so, müssen wir mit leben. Zahlen wir halt noch mehr Personalkosten, damit es halt einfach sauberer ist. Und ich hoffe, das Ansehen steigt dann auch noch. 76 Patienten bekommen wir mittlerweile schon. Vermutlich halt auch wegen der Chirurgie. Ansehen geht einigermaßen. Intensivstation. Warum wurde sie eigentlich nicht in die Intensivstation geliefert? Ich denke, da wären doch eher so die. Haben wir da auch so einen Überwachungsraum eigentlich? Nee, Intensivstation, da haben wir nur. Ich überlege gerade, Intensivstation. Wir haben bei der Intensivstation.
bietet erstklassige medizinische Versorgung für kritische Patienten. Müssen wir hierfür nicht auch eine Station bauen? Wo werden die denn hingeliefert, die Patienten hier? Wahrscheinlich werden die hier einfach in irgendeine Abteilung weitergeleitet, die freien Platz hat. Wahrscheinlich hier oder da. Und wir haben den nächsten. Der nächste Patient kommt an und ich vermute, dass wir keinen Platz haben, den irgendwie hier zu verstauen. Mal gucken, wenn er ankommt. Tägliche News. Die Renovierung einer benachbarten Klinik sorgt für 25% mehr Patienten. Ja, für die anderen und nicht für mich, oder nicht? Können wir auch renovieren? So, wo ist der Krankenwagen? So, jetzt bin ich mal gespannt. Der Robert Meyer kommt hier ins Traumazentrum, okay. Und dann bin ich mal gespannt, was mit ihm passiert. Was hat er denn? Mitarbeiter hat weitere Erfahrung gesammelt. Hat jetzt Erfahrung gesammelt, ist jetzt Chefarzt. Und eine weitere Spezialisierung hat er gewählt. Wo ist denn der gerade eingesetzt? Ah, der ist hier, okay. Das ist der Allgemeinmediziner. Was machen wir denn hier? Am besten die. Ah, nee, das ist. Okay, was ist das hier für ein Raum? Arztzimmer, Orthopädie, okay. Dann machen wir hier auf jeden Fall die fortgeschrittene Diagnose. Macht bei so Allgemeinmedizinern auf jeden Fall mehr Sinn, bin ich der Meinung. Und dann gehen wir mal wieder zurück zum Robert Meyer. Robert Meyer, da ist er. Robert Meyer hatte, glaube ich, eine Beinprellung, hatte ich das jetzt gesehen? Beinverletzung, Schmerz, okay, der hatte irgendeinen Unfall. Und mal gucken, wo der jetzt hintransportiert wird, weil hier. Huch. Ah, okay, der wird wahrscheinlich erstmal geröntgt. Ja, macht Sinn. Sie wird operiert jetzt, okay. Sie war ja auch eine der kritischen Patienten, die durch den Rettungswagen gekommen ist. Jetzt frage ich mich, wird diese Patientin dann wieder hier abgeliefert oder in der Normalstation? Oh Mann, das sind Fragen über Fragen. So, sie wurde fertig operiert, der wird noch geröntgt. Ich will mal so beides so ein bisschen im Blick haben. So, der wurde fertig geröntgt, der wird wahrscheinlich wieder zum Traumazentrum transportiert. Genau, damit er da weiter behandelt wird. Und jetzt gucken wir uns mal die Leonie an. Der Robert Meyer, sie wird wieder zur Überwachungsstation gebracht und der Robert Meyer hat eine einfache Tibiafraktur. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das behandeln. Mit einem Beingips. Okay, das scheint nicht so wild zu sein. Also da muss auf jeden Fall nichts Operatives gemacht werden bei ihm. Muss der jetzt hier warten, bis er hier eingeliefert wird oder warum bleibt er da? Beingips. Einweisung. Ja, Einweisung. Ja, okay. Tatsächlich. Wir haben keine Überwachungsstation. Wir müssen auf jeden Fall noch eine bauen. Und da wir hier unten keinen Platz mehr haben, müssen wir das im Obergeschoss machen, ja. Wir müssen hier oben auf jeden Fall noch eine Überwachungsstation bauen. Und wir haben hier wieder keinen Platz. Weißt du was? Wir bauen erstmal hier einen hin. Wir können das immer noch umbauen, aber dadurch, dass wir jetzt wirklich diese Rettungswagen gekauft haben, werden wir immer mehr Patienten haben, die in eine Überwachungsstation kommen müssen. Ich glaube, hier eine Überwachungsstation. Ja. Wollen wir gleich eine größere bauen? Ja. Dann, wie kostet denn das? 4.500. 13.000. Machen wir die kleine erstmal. Ich denke mal, allzu viel werden nicht kommen, aber zumindest haben wir dann hier auch noch eine Überwachung. Genau, und der wird jetzt hier transportiert. Dann haben wir da zumindest auch das erledigt. Und wenn der nächste ankommt, werden wir hoffentlich die hier schon erlöst haben.
So, was ist mit der Kollegin hier, die Leonie Krause? Knieluxation, Gelenk-OP Bein. Ich hoffe, sie muss in eine Normalstation und nicht hier in die Überwachungsstation. Ja, ist natürlich ein ziemlich weiter Weg. Wir müssen das in Zukunft so ein bisschen besser planen. Aber ich denke, jetzt haben wir es erstmal erledigt, alles. Und in der nächsten Folge machen wir da auf jeden Fall weiter und gucken, wie wir das ein bisschen schicker machen. Ich lasse wahrscheinlich wieder ein paar Tage simulieren, weiterlaufen, damit wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, damit es hier nicht allzu langweilig wird. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.